Wir stehen hier vor der qualitativ hochwertigen Plastikvilla von einer der coolsten Ikonen der letzten 5 Jahrzehnte. Mal sehen, ob jemand zu Hause ist. Oh, hi. Habe ich gar nicht bemerkt. Willkommen in Kens Traumhaus. Wie sieht für Ken ein ganz normaler Tag aus? Oh, bitte nicht doch. Dazu sage ich nur eins. Ich bin wie jedes andere Spielzeug. Ich ziehe die Hosen nacheinander über die Beine. Groovy, hä? Ken hat tolle Gene. Ich sehe umwerfend gut aus in Jeans. Was rätst du einem Spielzeug, das ernsthafte Ambitionen hat, ein Ken zu werden? Also, wenn du es wirklich ernst meinst, mach dich locker, du bist eine Ken-Puppe. Ken zu sein bedeutet Spaß zu haben. Es ist doch bestimmt nicht einfach, ein Kerl zu sein, der Mädchenspielzeug ist. Das ist ja... Das hat das jemand gesagt? Nun, es ist bekannt, dass die meisten Ken-Puppenbesitzer Mädchen sind. Okay, also. Ich bin ein Jungenspielzeug, okay? Ich bin sowas wie ein Vorbild. Ein männliches Vorbild. Dann macht es dir also nichts aus, dass auf deinem Karton dein Name 8-mal kleiner ist als der von Barbie? Nächste Frage. Wie reagierst du, wenn die Leute dich nur als nettes Barbie-Accessoire bezeichnen? Okay, das war's. Es reicht. Das Interview ist beendet. Das ist echt total uncool, Mann.